Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für OCMTG. Wir sehen mal dann, wie ich eine bessere Prime-Methode schreiben kann. Wir haben in einer letzten Lektion gesehen, wie ich das mit einer primitiven Methode machen kann. Gucken wir heute dann eine optimierte Fassung davon. Die zwei Funktionen haben wir ja schon gleich gesehen, die funktionieren, das ist richtig. Ich komme aber hier immer bei der Zeichnung zurück. Wir hatten das so abgestellt, dass du ein Hecht, wir fangen bei 1 dünn und wir checken bis 15 Matt. Ja. All 1 zu 12. Ja. Das funktioniert doch, richtig, man doch gesehen. Mehr intuitiv kann man sich sagen, ja, muss ich durch 1 teilen. Ja, das wirkt ein bisschen frieren, ja. Ja, das ist im Prinzip nicht mehr dient, wegschlossen. Ja. Ich weiß, die ist durch 1 teilbar. Ja. Selber sagt man 15. Muss ich durch 15 teilen? Nein. Ich weiß, das ist teilbar. Par Definition. Das wird schon vom schon testen aus, von 2 bis 14 testen. Beim 15, was ist mit der 3? Wenn ich durch 3 teile, ja. Was geschieht da bei 15? Das ist aus dem teilbar, ja, das ist teilbar. Das ist im Prinzip kann schon da bei der 3 aufbrechen. Ja, bei dem ersten Divisor, der passt, ja. Voilà, das kannst du direkt aufbrechen. Ich brauche nicht gerne zu testen. Nee. Das ist nicht mehr ein Primzahl. Nee. Das ist das ganze Prinzip. Das ist, wir fangen bei 2 an, aber wir gehen einfach so rauf. An die ersten Divisoren, haben wir halt ab. Wenn wir keine fanden, dann wissen wir, dann ist das ein Primzahl. Du hast froh, wenn ich halt mal ab, gehen wir bis 14. Kann man sehen. Kann sein. Wir wollen mal gucken. Aus 14 überhaupt ein Divisor von 15? Ja, das ist schwer möglich. Nein, weil 14 mal 14 ist schon drüber. Das ist zu groß, ja. Okay, weil all die anderen Zahlen haben wir schon getestet. Das ist 14 mal 1, das ist 2, 3, 4 haben wir schon getestet. Ja. Das ist, wir gehen so ein bisschen rauf, aber das Limit beim Fond aus. Von der besten Sicht aus der Quadratwurzel von 15 Limit. Ja. D'accord? Das ist in dem Fall. Also länger oder selber wie die Quadratwurzel. Voilà. Ne? Quadratwurzel ist nicht immer ganz toll. Das wir müssen dann an der Limite ein bisschen spielen. Durch Arrondieren muss man dann einfach die Quadratwurzel den drüber aus. Ja. D'accord? Das ist in dem Fall aus Quadratwurzel 3, das wir müssen bis 4 testen. Das ist hier aus dem Limit bei 15. Ah, okay. Das wir meinen einfach die Quadratwurzel, aber wir meinen ganz toll dabei, da haben wir die Limit gefunden. Okay. D'accord. Das versuchen wir dann noch zu programmieren. Also schon mal schwer. Der ist ein bisschen schwer. Okay. Dann gehen wir dann hin. Dann meine neue Methode. Die gesagt ziemlich ähnlich wie die anderen. Das ist auch immer Boolean, den wir zurückgehen. Check Prime Optimized. Der ist ein bisschen optimisiert. Nach immer Int. Das ist der Wert, den wir wollen testen. Dieselbe Limiten applizieren sich. Strikt immer positiv, nur 0. Ja. Wir machen dasselbe Prinzip, Boolean Res. Und dann am Schluss Return Res. Voilà. Ich muss eine Variable Res, den dann ein anderes Resultat hat. Voilà. Wir wollen das gerne erzählen. Ich will bei der ersten aufbrechen. Ja. Was für ein Schleif kann ich gebrauchen? Ja, das ist die gelbe Frohrei. Ich meine nicht gesagt, den, wo ich nicht weiß. Ich weiß zwar, wo ich aufhänge. Ich weiß aber nicht, wo ich abhänge. Doch, ich weiß es. Oder weiß ich das nicht bei der Feier? Habe ich nicht bei der Feier ab? Ja, nein, das ist aber nicht immer die da. Ja. Ah, das ist nicht. Weil wir wissen ja nicht, ob ein von denen vier drin schon überhaupt teilbar ist oder nicht. Okay, lief weiter. Okay, wir wissen, im Prinzip, wo wir abhören, das bei der Feier. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob 4 drin schon ein 12 ein Dealer ist. Ja. Dann aufbrechen wir in dem Moment auch schon als Schleif. Ja. Das ist das ganze Prinzip. Vor kann halt nicht funktionieren. Wir wissen nicht, wen wir abhören. Nee, das ist jetzt nicht recht am Koch vom Schleif. Ja. Wir können nicht mehr nach einer Schleif gebrauchen. Das ist der While. Ja. Wahrscheinlich normal While. Bei wie viel muss ich noch fangen? Weiß ich noch, ich schreibe momentan 0. Ich will es noch nicht definieren, ich mache momentan meine Struktur. Okay. Ich werde das ein bisschen mehr aussehen. Voilà. Los, diskutieren wir, was heute gesagt wird. Ich mache noch eine Spezialvariable. Limit, Ausgleich. Ich weiß es noch nicht. D'accord? Muss man nur decidieren, was man als Limit hat. Man hat viel gesehen. Das ist die Geschichte mit dem Quadratwurzel 15, die muss man dann nochmal berechnen. Ich will für dich mal irgendwie ein bisschen die Struktur
aufbauen. Okay. Voilà. Test. Wir waren schon ein Zellschleif, i++, plus, und heute den i strictement inférieur ou égal limit. Ja. D'accord. Bon, wo fängt man an? Fängt man dann dummer da an. Test. I als gleich 0? Nein. Nein. I als gleich 1? Auch nicht, hast du für den durchgestrichen. Ganz genau. Test. Wir wissen, wir müssen schon bei 2 aufhängen. 2 fängen. Und dann, der Schluss. Du hast gesagt, dass die Geschichte mit der Quadratwurzel. Ja, die musst du irgendwie viel kommen. Wir sind schon mal mit dot squart square root von p-val. Aufpassen, da geht mal ein Komma 12. Ah ja. Ich muss als int umwandeln. Ja, diese schneidet die Komma Deel weg. Da kriege ich 3 daraus. Bei einem Fall von 15. Ja, da muss ich wissen. Und dann meine ich noch plus 1, für sicher sein, dass ich hier das Limit sind. Ja. Das ist durch Rundungsfehler, ob ich mal 1 verpassen. Ja, das sind so Details, ja. Das kann 4 kommen. Ja. Voilà. Mhm. Ja, im Prinzip haben wir hier nur einen Schleif dran gebaut. Ja. Ja, da gehen wir aber von 1 bis Limit. Willst du aber nicht immer, oder? Voilà, das, wir müssen nicht ins etwas abbauen. Wir wollen nur testen, ob ein Divisor ist. Aber wenn das ist, so ein fertig. D'accord? Mhm. Probieren wir das dann. Test. Wir haben dann einen normalen Test wie 4 drin. Wenn der p-Val durch i delbar ist. Voilà. Ich mache mal in Klammern. Bei der Hummer found ist gleich true. Schon eine neue Variable, die hier ist found. So, stopp, wir haben einen Divisor found. Okay. Das ist mein Boolean dabei. Boolean found. Ja, wie ist der Anfang von der Schleife? Ja, die muss am Anfang, für das muss aufhängen, muss ich in etwas verwirren sein. Ja, aber erst den Aldwert. Ich werde immer mal für dich mal found. Haben wir schon einen Divisor found am Anfang von der Schleife? Nein, nee. So gesehen nicht. Da schreiben wir auch direkt dahin, found. Ja. Nicht, wir haben nicht found. D'accord? Aber wenn wir einen Divisor fanden, dann sind wir found. Stopp. True, fertig. Wir sind found. Mhm. Voilà. Nun muss man halt den Wild-Schleife ein bisschen ändern. Wir wollen nicht herabzählen bis zum Limit, nein. Sobald found, wo er ist, stopp. Stopp. Ja, wir found, wo er ist, dann musst du die Logik auch umdrehen. Voilà, das gibt auch ein paar Möglichkeiten. Das ist schon einfach found, so geholfen, weil das für mich intuitiv. Ja, nee, das so. Weil da kommen wir found. Ja, found, ja, aber das, wenn der found falsch ist. Also genau der Konträr davon. Der Konträr. Das ist, wenn ich nicht found tun, muss ich an der Wildschaft droppen. Ja. Also könnte aber das, was die meisten Leute so ein bisschen kompliziert. Was könnte man heute tischen? Und oder? Und oder? Das andere, oder? Ah. Wenn ich nicht von tun und Limit ist nicht erreicht, da gehen wir schon ran. Deko? Yes. Ich bin nicht von tun. Wie ist lo? Und den I ist da immer mit klein wie Limit, da gehen wir schon ran. Ah, okay, du hast so den Not, ich habe den Found gebunden, ja. Ja. Das ich hätte ihn vielleicht auch an, ich könnte mal sehen. Den Not für die ganze Expression. Und da wird ein Ohr gewischt, mir so was, okay. Mhm. So, ja, nee, da muss er eine Kondition nehmen. Was ihr noch könnt machen, also einfach auf Platz found gebrauchen, eine andere Variable, die dann true am Anfang ist und dann hier ob immer false geht. Ja, not found, quoi. Not found, oder wir können direkt den Rest gebrauchen. Okay. Das ist mehr elegant, das ist mehr gefährlich, weil die zwei nicht unbedingt dasselbe machen. Das ist das Resultat und heißt just, ob die nee, Schleife. Not found ist schon heute, ich meine die Engel. Das ist die Best. Und heute, Res, okay. Was tun wir heute am Res? Ja, was tun wir dort zurück? Das ist die Schwierigkeit. Am Anfang, wenn die Schleife fertig ist, er found als false, das ist mir okay found. Das ja, da muss es wohl ein Primzahl sein. Dann ist es ein Primzahl. Das ist das am not found. Die Schreife ist also ein bisschen komisch. Ja. D'accord? Mein Test einfach, der Resultat kriegt der Wert nicht Negation von Found. Das ist, wenn Found wo ist, wir nicht Found, dann muss der Rest nicht gehen. D'accord? Das steht, könnt ihr das Ganze ein bisschen umdrehen, mit geht auch so. Mhm. Aber vom Prinzip muss man kompilieren und testen. Ich speichern, ich kompilieren, denke, dass mich das ja, und dann testen wir mal. New Prime. Wir wollen die zweite Methode testen. Checkprime optimized. Probieren wir mal die Werte, die wir schon vier hatten, den 8. Da muss man gesagt haben, dass es kein
Okay, 15. Optimized 15. Das ist auch noch richtig. Uff. Und dann wurde 17. Das ist ein Primzahl. Das ist richtig. Dann probieren wir den Wert 2 und 3. 2 ist ein Primzahl. Ups. Ja, ich meine, ich habe es vergessen. Den 2 und dann wurde 3. Den ist richtig. Mhm. Hallo, die Last. Eint. Die geht doch. Die schmühne Problem mit 2 und 3. Ja. Wo könnte das Problem? Man, du fängst mit 2 an. Ja. Ich fäng schon mal mit 2 an. Mhm. Die schmühne Problem bei den also Limiten. Mhm. Und da der Stuhl muss man dann einen Trick finden, dass ja, wir sind hier schon über den, den Wert. Und hier leider, durch das Berechnung, Quadratwurzel von 2 geht 1 Komma, ja, das wir sind 2, und da sind wir hier an der Limite noch dran. Das wir sind wirklich bei der 2 auf der falschen Position. Die Limite stimmen nicht. Moment, kurz froh. Quadratwurzel von 2, 1,4, schneidet doch just die Komma-Deal auf. Ne? Ja, da geht immer 1. Naja, 1. Plus 1. Plus 1 haben wir drin, genau, 2. Ja. Da geht ein 2 matt getestet. Ja. Ah, ja, okay. Und wir wissen, ja, den dürfen wir noch nicht matt testen. Voilà. Muss ich für du vielleicht einfach aufhängen? Es gibt paar Methoden. Eine Methode ist eine Kondition, zu checken, ob der P-Wahl effektiv nicht in den I schon ist. Das ist just beim 2, wo das der Fall geht. An den 1 haben wir ja noch als Sonderfall. An den 1 als Sonderfall, weil den 1 schon hier sowieso ein Problem hat. Dann fangen wir hier bei 2 an. Die Limit ist leider auch hier falsch, weil 1 plus 1 geht auch um 2. Das ist 1 und 2 sind da, wenn es also die Mitte berechnen fällt. Fängst du drauf, ob man denkt, IF auf? Voilà. Das ist das einfach am Anfang. IF, man denkt, IF oder? Nein, nicht unbedingt. Echt sagt. Ah, nein, für dich getrennt 1 und 2 muss getrennt behandelt gehen. Das ist einfach, was wir trennen, ja. Trennen die 2. Als P-Wahl 1. Dann ist es. Ja. Ja, ich meine doch. Ja, das proper. Das kann man schon. Ja, du das auch. Dann haben wir direkt 3 als gleich. Also, du wirst mal, das ist das Fault. Es darf kein Primzahl sein. Ja. Als if P-Wahl als gleich 2. Da muss ich dann sehen, dann ist das als true. Genau. Dann haben wir das auch herumklammern. Ja. Reis ist gleich true. Das wissen wir als, haben wir dann den ganzen Block hier dran. Und dann haben wir es berechnet. Es kann den, das kann auch noch reoptimisieren für den 2. Den 1 kriegt er nicht weg. Mhm. Den 1 bleibt. Leider durch die Konstruktion kriegen wir den 1 nicht weg. Voilà. Und dann hier. In Klammer zu. Voilà. D'accord? Okay. Das ist dann im Prinzip das schon die 2 extra fett. Ich kann den 2 an diese Sache noch einmal darüber bringen. Ich sage aber, es ist ein bisschen komplizierter als ein Weil. Fand ich unnötig kompliziert. Das ist unnötig, weil den 1 und 2 sowieso Spezialfälle sind. Kann man auch so stolz. Kompilieren wir mal. Gucken wir mal, ob geht. Geht. Prime. Optimized. Jetzt checken wir just die Werte da. Mhm. Das geht richtig. Lot 2. Haben wir ja extra behandelt. Den ist richtig. Also 3 auf 15. Oder 17, das machen wir. Checken. 3. Wir gehen nur im Prinzip an der Hauptschleifer am Rand. Das ist prim. An 15. An 8. Und 8. 14. Voilà. Okay. Im Prinzip kommen wir dann also ein Resultat einfach. Oh, du brauchst wahrscheinlich einen Tick mehr lang, ne? Wenn das schon kommt, du vergisst das relativ schnell. Ich weiß, das selber von das ist ein bisschen schwer. Dauert mir lang. Okay, das sind wir jetzt. Also, merci für nur lauschen dran und bis zum nächsten Mal. Adi.